Johanna Ueckermann, die frisch aus dem Amt geschiedene Juso-Chefin, will bald in der SPD ein Wörtchen mitreden. Mit ihr spreche ich über Rebellion und reale Politik. Herzlich willkommen, Frau Ueckermann, zum DW-Interview. Hallo, freut mich. Frau Ueckermann, Ihre Mutter ist SPD-Mitglied, Ihr Vater ist SPD-Mitglied, war Kommunalpolitiker in Niederbayern. Jetzt würden viele Kinder sagen, ich mache doch um Himmels Willen nicht genau das Gleiche wie meine Eltern. Sie machen es doch, warum? Ja, also ich komme aus einer sehr politischen Familie, das haben Sie richtig angemerkt. Und bei uns war natürlich Politik immer auch ein Thema. Also wir haben da früher am Küchentisch drüber gesprochen, ich habe Veranstaltungen besucht. Und ich komme aus Bayern, aus dem Bayerischen Wald. Und da ist man ja als Sozi, als SPDler oder SPDlerin, da gehört man ja eher so zur Minderheit. Ne? Und von daher war quasi die Rebellion auch nicht gegen meine Eltern, dass das im Vordergrund stand, sondern, glaube ich, eher so gegen den Mainstream, gegen die CSU, was bei uns einfach sehr dominant ist. Ne? Und ich weiß nicht, ich glaube auch, also politisch hat mich halt sehr früh tatsächlich auch das Thema Gerechtigkeit umgetrieben. Meine Eltern sind nicht nur SPD-Mitglieder, sondern meine Eltern sind auch beide Lehrer. Und die waren natürlich immer super hinterher, dass ich gut bin in der Schule, dass da die Noten stimmen. Ich habe einen sehr klassischen Weg gemacht, Gymnasium, Studium und hatte da auch nie große Hürden. Habe aber natürlich schnell festgestellt, dass es andere gibt, die haben Hürden. Bei denen ist es nicht so einfach. Ne? Also Rebellion gegen die Eltern eigentlich ausgefallen, aber harmoniesüchtig sind Sie nicht? Nein, harmoniesüchtig bin ich keineswegs, sondern ich streite dann, wenn es mir wirklich wichtig ist und wenn ich auch das Gefühl habe, man muss jetzt mal was sagen. Ich streite nicht einfach nur, weil es gut aussieht oder weil das irgendwie sich so gehört, sondern wenn es mir tatsächlich um die Sache geht. Und jetzt wollen Sie die SPD aufmischen. Sagen Sie mir den Hauptgrund dafür, warum Sie ins SPD-Präsidium gewählt werden wollen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir junge Leute und vor allem auch deren Erfahrungen und Perspektiven in der Partei einbeziehen. Also die Erfahrungen aus dem Studium, aus der Ausbildung, aus dem Berufseinstieg, das fehlt oft innerhalb der SPD. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade für eine Volkspartei, auch die Perspektiven mit drin zu haben. Von daher hoffe ich sehr, dass ich gewählt werde und das Vertrauen bekomme. Sie haben ja gerade auch am eigenen Leib erfahren, wie die SPD die Nachwuchsförderung betreibt, nämlich in Bayern. Als es um einen sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl ging, hat man Ihnen schnöde vorenthalten. Tut das immer noch weh? Ja, das ist natürlich schon eine bittere Erfahrung für mich gewesen. Und ich glaube auch letztendlich, eine, die der SPD nicht gut zu Gesicht steht. Wir sind als SPD leider sehr alt und auch oft sehr männlich. Das sieht man jetzt zum Beispiel eben auch an der Bundestagsfraktion, wo relativ wenige Menschen unter 30 bzw. 35 sitzen. Und das ist, glaube ich, eben einfach langfristig ein Problem, ne? Wenn es darum geht, die Perspektiven von jungen Leuten einzubringen, wenn es aber auch einfach darum geht, anschlussfähig bei jungen Leuten zu sein. Also viele junge Leute, mit denen man spricht, die haben ja das Gefühl, dass Politik überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Und wenn sie dann jemanden sehen, der vielleicht auch jünger ist, der irgendwie über ihre Erfahrungen auch spricht, dann wirkt das natürlich ganz anders, spricht junge Leute ganz anders an. Ne? Und von daher glaube ich, ist das schon auch zukunftsweisend irgendwie für die SPD. Könnte es auch sein, dass es nicht geklappt hat jetzt mit dem Platz in Bayern, dass Sie öffentlich auch gerne Attacke reiten gegen die reale Politik der SPD? Sie haben dem früheren Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel mal öffentlich die Schulnote 4- gegeben. Das hat sicher nicht zur Befriedung der Situation zwischen Jusos und SPD beigetragen. Natürlich ist der Parteivorsitzende derjenige, an dem man sich auch abarbeitet, wenn man unzufrieden ist. Ne? Wir waren in der Großen Koalition. Wir haben gerade die Vorratsdatenspeicherung mitgemacht. Es sollte Asylrechtsverschärfungen geben. Wir haben irgendwie echt viele Kröten schlucken müssen mit der Union und der CSU insbesondere. Und da waren wir als Jusos unzufrieden. Und ich finde, das sagt man lieber öffentlich und das sagt man lieber auch direkt, bevor man es irgendwie hintenrum macht. Und daran habe ich mich immer gehalten. In Bezug auf diesen Streit hat Sie beispielsweise der Ex-Fraktionschef Oppermann
mal konsequent unsolidarisch genannt und es geht auch noch schlimmer, fast unter der Gürtellinie. Der Sprecher des rechten Parteiflügels hat getwittert, also öffentlich gemacht, unsere, ich zitiere das, bescheuerte Ückermann stiftet nur Unheil. Sind die schlimmsten Gegner Parteifreunde? Ich muss sagen, wenn Johannes Kahrs mich so bezeichnet, dann empfinde ich das eher eine Auszeichnung, weil uns tatsächlich also politisch nichts verbindet und ich glaube, für ganz andere Überzeugungen kämpfe als er. Ich habe aber tatsächlich in den letzten Monaten einen anderen Eindruck gewonnen. Wir haben als Jusos einen unfassbar kampagnenstarken Wahlkampf gemacht. Wir waren das Rückgrat auch im Bundestagswahlkampf. Wir haben so viele tausende Neumitglieder gewonnen und wir haben politisch innerhalb der SPD ganz viel durchgesetzt, insbesondere was für junge Leute wichtig ist. Und das hat bei vielen auch dazu geführt, dass sie auch wieder erkannt haben, was irgendwie ihre Jugendorganisation ihnen eigentlich wert sein sollte. Ne? Und zum Beispiel Martin Schulz unterstützt, dass ich ins Präsidium komme. Lars Klingbeil hat das auch auf dem Bundeskongress der Jusos jetzt in Saarbrücken betont. Von daher, ja, es wird vielleicht kein roter Teppich sein, aber es war doch... Es war doch anzusehen, dass Sie das alle begrüßen würden, wenn das klappt. Ja. Sie haben gesagt, Jusos sind das Rückgrat der SPD. Sie wollen auch das Bollwerk sein gegen eine große Koalition. Nur viele Ihrer SPD-Genossen halten von dem Bollwerk nichts und steigen drüber. Sie sind schon auf dem Marsch in die große Koalition. Sehen Sie das auch so? Wir befinden uns gerade halt in einer super schwierigen Situation. Also dadurch, dass Merkel es nicht hinbekommen hat, die Jamaika-Koalition zu formen und Christian Lindner ausgestiegen ist, ist die Situation halt gerade ziemlich verfahren. Und die SPD ist natürlich gefragt und steht ja auch bereit für Gespräche mit den unterschiedlichsten Parteien, mit den Verfassungsorganen. Das hat der Bundespräsident ja auch angeregt. Aber wir als Jusos haben eine sehr klare Position. Und auch ich persönlich bin der Meinung, dass eine erneute große Koalition nicht das Richtige ist. Also warum? Bei der letzten haben Sie doch fast alle Wahlversprechen durchgesetzt. Mindestlohn, Frauenquote, Rente mit 63 und. War doch eigentlich ein tolles Projekt. Ja, aber ich meine, da sehen Sie schon, ich glaube, alle Gemeinsamkeiten, die wir hatten, die sind aufgebraucht. Und da sehe ich einfach keine gemeinsamen Projekte mehr. Das Nächste, was ich echt problematisch finde, ist, Große Koalition ist schon auch abgewählt worden. Also wir haben -14%. Das ist nicht wirklich ein erneuter Regierungsauftrag. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum das so passiert ist und die SPD mit 20,5% rausgekommen ist, obwohl sie so viel umgesetzt hat? Ja, ich glaube, auch dafür ist die Große Koalition ein Teil der Ursache, weil wir keinen Richtungsstreit hatten zwischen den beiden großen Volksparteien. Wir hatten keine Unterschiede, die klar geworden sind. Ja, es ist einfach, also ich glaube, für die Menschen in Deutschland ist nicht klar geworden, wohin möchte die SPD, wohin möchte die Union. Sie wurden wahrgenommen auch als so ein bisschen, naja, Konsenssuppe, große Koalition, die machen alles gemeinsam. Und das hat man in den letzten Wochen insbesondere eben auch gemerkt. Die FDP und auch die Grünen sind ja durch die Lande gezogen und haben ja gesagt, jede Stimme für die SPD ist eine Stimme für die große Koalition. Ja? Übrigens die gleichen Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, die SPD muss in die große Koalition. Aber ich halte wenn das große für ein Koalition Problem. Eben problematisch ist, was ist dann die Lösung? Eine Minderheitsregierung würde ja für Sie bedeuten, es gibt keine SPD-Minister, keine SPD-Ministerinnen erst recht nicht und die Lorbeeren heimst Frau Merkel ein. Ich glaube aber tatsächlich, dass man mal ein bisschen kreativ werden muss. Ne? Ich habe gerade gesagt, große Koalition schwierig, weil es keine gemeinsamen Projekte gibt, schwierig, weil es keinen Richtungsstreit gibt, schwierig, aber auch, weil die AfD zum Beispiel dann Oppositionsführerin im Bundestag werden würde. Und ich finde, auch da hat die SPD eine Verantwortung, das nicht zuzulassen. Deshalb glaube ich, und die Verantwortung liegt an der Stelle bei Frau Merkel, muss man auch ein bisschen kreativer werden. Ich könnte mir eine Minderheitsregierung vorstellen. Ich glaube, das wäre zumindest für das Parlament wäre das eine Aufwertung. Man könnte wieder sehen, wofür stehen die einzelnen Parteien, könnte um ja, die richtigen Lösungen ringen. Ich glaube, das würde unserer Demokratie langfristig gut tun. Aber Sie als SPD sind auch in der Verantwortung. Die SPD wird immer noch angeführt von den Personen, die auch diesen schlechten Wahlkampf bestritten haben mit dem Ergebnis. Was muss sich ändern? Wer muss gehen? Ich glaube, wer muss gehen, ist die falsche Frage, sondern was müssen wir verändern? Was müssen wir vor allem an unserer Programmatik verändern? Die Personen sollen bleiben?
Ja, die Personen sollen erstmal bleiben. Wir werden auf dem Bundesparteitag ja bei einigen Stellvertreterinnen auch Wechsel haben. Auch insgesamt soll der Parteivorstand jünger, weiblicher werden, auch das Präsidium. Dafür trete ich auch ein. Aber ich glaube, es ist viel zu kurz gesprungen, wenn man alles immer nur auf Personaldebatten reduziert. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wir bei der Programmatik als SPD nacharbeiten müssen. Wir müssen klarer werden, wir müssen zugespitzter werden, wir müssen uns aber auch um so Themen kümmern, die zukünftig anstehen. Also was ist mit der Digitalisierung? Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Wie leben wir in einer Migrationsgesellschaft? Was machen wir mit globalen Gerechtigkeitsfragen? Das sind, glaube ich, Punkte, da erwarten die Menschen Antworten. Sie erwarten auch Orientierung. Und das gibt die SPD zurzeit nicht. Aber Sie sagen ja selbst, es muss auch jünger und weiblicher werden. Es geht also doch um Personen. Haben Sie eigentlich Zuversicht, dass es bei dem Bundesparteitag nicht wieder so kommt wie beim Listenplatz in Bayern und am Ende steht Johanna Ueckermann mit leeren Händen da? Im Moment bin ich ganz zuversichtlich. Ich glaube, die Partei daraus schon gelernt hat, dass es Sinn macht, junge Leute mit einzubeziehen, insbesondere starke junge Frauen. Von daher bin ich ganz zuversichtlich. Und es geht mir auch ehrlicherweise nicht nur um mich. Also das ist dann manchmal für den einen oder anderen Politiker ein bisschen, ist das vielleicht anders, ja. Aber tatsächlich geht es mir darum, dass wir in der Breite die Partei auch jünger und weiblicher machen müssen. Also das heißt, vom Ortsverein unten über den Landesvorstand bis hin eben zur Parteispitze, glaube ich, braucht es überall junge Leute mit neuen Ideen und frischen Impulsen. Frau Ueckermann, wir kommen zu unseren unvollendeten Sätzen mit der Bitte an Sie, die zu ergänzen. Angela Merkel bewundere ich dafür? Ja, nicht klein beizugeben, obwohl sie so krachend gescheitert ist in den letzten Tagen. An Sigmar Gabriel schätze ich? Dass er ein Überzeugungstäter ist und leidenschaftlich für Politik streitet. In 20 Jahren sehe ich mich selbst? Hoffentlich die Welt ein Stück weit besser machen. Johanna Ueckermann, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.